Hängt Kopf unter? Was genau soll das bedeuten? Das bedeutet, meine ganze Welt geht flippidi-flop, wie Schildkröte auf Rücken. Und ich verwechsle oben mit unten, Osten mit Westen und meinen Kopsi mit meinem Popsi. Bringt ihr Donnerstag sein Ding zum Reparieren? Mach ich's heil, jedes Teil, jedes Stück. Ich bin flink, wenn ich erwacht bin, auch am Freitag. Halt mich ran und geh dann ins Bett zurück. Auch an allen anderen Tagen hab ich niemals Grund zum Klagen. Doch wenn der zweite Montag dann vergeht, dann kommt leider nach dem Dienstag jener Tag, wo ich nur fliehen mag. Der verflixte zweite Mittwoch, wo von 9 bis 12 die Welt am Kopf steht. Lahm, hoch ist tief, Stopp ist los und gerade schief. Dieser Tag zieht einen wirklich runter. Von 8 bis 9 ist's noch schön, dann fängt sich alles an zu drehen und plötzlich hängt die ganze Welt Kopf unter. Und Tag ist Nacht, Tisch ist Bett, schwarz ist weiß, dünn ist fett, drum zieh ich den Gürtel rauf und runter. Ich möchte euch helfen, glaubt es mir, doch ich sitz in der Tinte hier, denn heute hängt meine ganze Welt Kopf unter. Das ist schwer, ich bin so verwirrt und ganz konträr. Erst Donnerstag fühle ich mich dann entspannt. Ich hätt's gern Vater und hab Krieg und Frieden zum Quadrat. Dabei hat Tolstoi das hier nicht gekannt. Das Buch war so öde. Auf ist ab, Yin ist Yang, Ruhe, Frieden, Sturm und Drang. Mittwochs werd ich gar nicht gerne munter. Ost ist West, Rhein ist raus, drum rufe ich verzweifelt aus. Oh nein, die Welt hängt jetzt kaputt unter. Ihr wärt gestern hier, dann wäre ich nicht so außer mir. Doch dieser Tag ist kein Pläsier und er trifft mich so wie ein Blitz. Ich würd euch gerne helfen, noch ich schlepp mein schlimmes Mittwochsjoch. Am liebsten kröch ich in ein Loch, das Ganze ist ein Witz. Kann man das noch reparieren? Ich würd's heute nicht mal probieren. Oder das vielleicht? Und dieses hier? Wenn ihr alle helft, dann könnte es gehen. Das kann bestimmt, du wirst schon sehen. Das Schräge kann auch nützlich sein. Ich häng mich richtig rein. Vielleicht ist es sehr gut, sich so zu drehen. Was, sehr gut? Ja, denn so verkehrt wird das Leben wieder lebenswert. Und du kannst alles völlig anders sehen. Siehst du, wenn die Welt kopfunterhängt, ist es die beste Idee, sich einfach mit ihr umzudrehen. Ich sehe es. Von hier unten alles sieht richtig herum aus. Also das würde ich auch gern mal versuchen. Sieht spaßig aus. Dürfen wir? Meinetwegen. Flippidi-flopp. Nichts ist, wie es früher war. Alles scheint nun klar. Doch nicht vorhersehbar. Wenn man alles neu und anders sieht, kann's sein, dass anderes auch geschieht. So hab ich das noch nie gesehen. So hat sie das noch nie gesehen. Mir scheint der Mittwoch plötzlich schön. Mir scheint der Mittwoch plötzlich schön. Denn wenn die Dinge sich verdrehen, kann auch sehr viel Spaß entstehen. Und man ist ganz umgekehrt und unbeschwert. Und das geht nur kaputt.